Also, das heutige Thema ist Einführung in das biblische Hebräisch. Da wird sich jetzt manch einer fragen, was hat denn der Mann mit dem biblischen Hebräisch zu tun? Wieso befasst er sich ausgerechnet mit Hebräisch? Ist er Jude vielleicht? Nein, ich bin in Nürnberg geboren, evangelisch in der Lorenzkirche getauft. Aber ich muss gleich dazu sagen, ich war kaum Anfang 20, dann habe ich mich von der Kirche wieder verabschiedet. Ich bin also ohne Konfession und ich bin auch ein bekennender Atheist. Trotzdem interessiert mich das biblische Hebräisch. Eigentlich war das nur Zufall, dass ich mich näher damit beschäftigt habe. Denn mein eigentliches Interessengebiet ist die vergleichende Sprachwissenschaft. Aber die vergleichende Sprachwissenschaft, die bewegt sich sozusagen innerhalb der großen indogermanischen oder indoarischen Sprachfamilie. Und das Ziel der vergleichenden Sprachwissenschaft ist ja, dass die orientalischen Sprachen, also die iranoiden Sprachen, Altindisch und viele anderen Sprachen mit unseren europäischen Sprachen verwandt sind, das ist ja eine schon lange bekannte Tatsache. Aber das Ziel ist nun immer wieder, den Einzelbeweis zu erbringen und nachzuweisen durch Wortgleichheiten und Ähnlichkeiten, diese Sprachverwandtschaft nochmal zu untermauern und immer weiter zu beweisen. Das ist also seit vielen Jahren mein Interessengebiet gewesen. Und eines Tages habe ich mir die Frage gestellt, weil ich mich natürlich auch nebenbei mit Arabisch und Türkisch beschäftigt habe und auch da immer wieder die Feststellung treffen konnte, zum Beispiel im Türkischen, wie viel Anteil davon persische Wörter sind, was arabische Wörter sind. Und jetzt wollte ich nun mal wissen, ob die hebräische Sprache von der persischen Sprache beeinflusst worden ist. Ist ja klar, wenn man eine Besatzungsmacht hat, dann bleibt das gar nicht aus, dass die natürlich auch Lehnwörter mitbringt. Das sehen wir bei uns ganz deutlich. Wir haben einen Haufen englische Wörter, die wir vor dem Krieg nicht benutzt haben. Noch weiter davor haben wir einen Haufen französische Wörter aufgenommen. Das hat alles immer mit Krieg und mit Herrschaft und mit Besetzung zu tun. Und wir wissen ja, dass seit dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also vor Christus, die bibelrelevanten Bezirke, also sagen wir mal, die zu den Texten der bibelrelevanten Bezirke unter persischer Herrschaft waren. Und da war es ja nun naheliegend, mal nachzuspüren, ob sich persische Lehnwörter im Hebräischen finden lassen. Da kann ich gleich mal das Ende vorwegnehmen. Ich bin fündig geworden. Allerdings sind die Wörter nicht zahlreich. Sie sind selten. Bei Personennamen sind sie etwas häufiger. Auch das können wir hier nachvollziehen. Seit wir die Amerikaner hier haben, geben die Leute ihren Kindern auch mal Namen, die bei den Amerikanern üblich sind und die wir früher unseren Kindern nicht gegeben hätten. Was den sonstigen Wortschatz angeht, ist es sehr selten. Aber das Interessante ist, es sind sehr wichtige Wörter. Sehr wichtige Wörter, die auch im Hinblick auf die Religionsinhalte wichtig sind. Zum Beispiel das Wort Asch für Feuer. Darauf komme ich dann später nochmal zu sprechen. Aber in Bezug auf Asch, um das gleich zu sagen, das ist also kein Lehnwort aus der Zeit der Perserherrschaft, sondern es ist noch älter. Das ist indoarisch, aber ist aus einer noch sehr viel älteren Zeit. Dann habe ich mich sowieso längere Zeit mit vormosaischen und orientalischen Religionen befasst.
Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch den Martin Buber gelesen. Da muss ich nicht viel dazu sagen, Martin Buber ist bekannt. Und wie ich dann gelesen habe, wie dieses bisher noch nie sicher entschlüsselte Tetragramm Jahwe, wie das ausgelegt worden ist, da habe ich mir gedacht, das kann so nicht richtig sein. Auch Martin Luther hat das auf Deutsch übersetzt mit Ich bin der, ich bin da. Und es ist mir also so komisch vorgekommen. Und da habe ich mir gedacht, da muss also noch was anderes dahinter stecken. Das war also eine zweite Zielrichtung, die ich mit dem Hebräischlernen verbunden habe. So, nun, wie gesagt, ich wollte mal nachschauen. Einfach erstmal nur nachschauen, habe ich mir so gedacht, ob ich da Wörter finde im hebräischen Wörterbuch, die mir persisch vorkommen und die dann näher zu überprüfen sein werden. Und dann habe ich ein hebräisches Wörterbuch bekommen. Es ist ein Wörterbuch, wo alle Wörter verzeichnet sind, ausnahmslos, die in der Bibel vorkommen, also in der hebräischen Bibel. Und nun hatte ich aber das Problem, das war für die Wissenschaft, und da wurde vorausgesetzt, dass derjenige, der mit dem Wörterbuch arbeitet, dass der natürlich die hebräische Sprache schon beherrscht. Das heißt, ich konnte also nicht auf Deutsch suchen und das hebräische Wort finden, schon mal das nicht. Ich hatte vorne nach dem hebräischen Alphabet und hebräischen Buchstaben geordneten Worte. Und hat aber auch keine Umschrift dahinter. Also wenn man jetzt heute so ein Wörterbuch von Langenscheid anschaut, nicht, dann hat man dann das fremdsprachlich dastehen. Und dahinter hat man das nochmal als Umschrift in lateinischer Schrift. Da wird einem gezeigt, wie das dann auszusprechen ist. War also auch nicht da. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich zunächst erstmal mit der hebräischen Schrift zu befassen. Und das ist mir nicht besonders schwer gefallen, weil die hebräische Schrift eine Konsonantenschrift ist, ich komme darauf noch genauer zurück, die ähnlich wie das Arabische organisiert ist. Das heißt, nur Konsonanten und die kurzen Vokale müssen hinzugelesen werden, die sind im Schriftbild nicht vorhanden. So, das war also jetzt erstmal die Vorrede. Nun habe ich den Vortrag angekündigt, auch im Netz, und oben drüber findet ihr ein hebräisches Wort. Es ist ein hebräisches Wort, in hebräischer Schrift geschrieben. Dann sollte man doch denken, dass ich dorthin geschrieben habe, hebräisch. Nein, ich habe geschrieben, Shifat Kanaan. Warum? Und das ist das Interessante, weil nämlich das Wort für hebräisch, Abrit, in der gesamten hebräischen Bibel nicht vorkommt. Das ist interessant. Und Shifat Kanaan heißt die kanaitische Mundart. Nun sind wir gewöhnt, auch noch eines muss ich dazu sagen, als ich am Anfang nach persischen Lehnwörtern gefahndet habe, da habe ich dann auch mich schriftlich mit einem Professor für Hebräisch ausgetauscht und habe ihm mein Anliegen mitgeteilt. Und da hat er mir geschrieben, dazu kann er nichts sagen, ist klar, um dazu was sagen zu können, darf man sich eben nicht nur mit semitischen Sprachen befassen, sondern da muss man sich eben auch vorrangig mit den indoarischen Sprachen befassen, sonst kann man das ja nicht finden. Wie will man sonst sehen, was da fremd ist? Aber er hat dann auch noch geschrieben, aber das Hebräische ist doch viel älter als das Persische. Ne? Gut, das muss aber nicht bedeuten, dass eine Lehnwortübernahme nicht in Frage kommt. Denn wir müssen bedenken, dass die Redaktionszeit der Bibel einen Zeitraum von rund 1000 Jahren umfasst. Das heißt, ab ungefähr 1200 vor Christus bis 200 vor Christus
haben die Verfasser der Bibeltexte noch an der Bibel geschrieben, bis sie dann endlich fertig war. Und in diese Zeit fällt natürlich auch die Perserherrschaft. Also 1200 haben sie angefangen zu schreiben und um 600 haben die Perser die Gebiete überrannt und besetzt, und zwar wissen wir auch genau wie lange. Die Perserherrschaft, die endete mit dem Sieg Alexander des Großen über den persischen Großkönig. Den hat er ja das erste Mal geschlagen im Jahre 333 vor Christus. Und danach war die Perserherrschaft beendet. Aber in der Zeit von 600 bis 200 vor Christus hat man eine Perserherrschaft. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Herrschaft der Perser über diese Gebiete wie Syrien und Anatolien und Ägypten, dass die anders gestaltet war als eine Besetzung heutzutage. Nicht? Also wenn wir denken, wie viele Amerikaner wir hier hatten, und kann man sagen, in jeder Stadt waren amerikanische Kasernen, wie stark da die Beeinflussung auch war mit EFN und mit Liedergut, und überall waren die Amerikaner, so kann man sich das, glaube ich, in dem persischen Großreich nicht vorstellen. Aber immerhin, es gab eine persische Herrschaft, es war die Obrigkeit, die man beachtet hat, und es gab eine persische Verwaltung über die gesamten Gebiete. Und da bleiben natürlich die Übernahmen von Lehnwörtern nicht aus. Und dieser Professor war Professor Janko, der hat auch noch eine Bemerkung gemacht in seinem Schreiben. Er hat geschrieben, weil ich ihn noch auf die verschiedenen Reinhaltungsvorschriften aufmerksam gemacht habe und mich auch dafür interessiert habe. Und dann hat er geschrieben, naja, diese ganzen Verbote, die haben wir eigentlich nur darauf abgezielt, um die Exklusivität der Juden herauszustellen. Nicht? Ob das jetzt ein glücklicher Umstand ist, wenn ein Volk dauernd seine Exklusivität herausstellt, rein politisch gesehen, das ist eine andere Frage. Denken wir jetzt mal an die Exklusivität der Juden, die sie heute beanspruchen, und die Exklusivität, die im Dritten Reich die Germanen beansprucht haben. Beides hat nur zum Unglück geführt. Jetzt muss ich schnell mal auf meinen Spickzettel gucken. Also, nun komme ich eigentlich konkret zum angekündigten Thema. Hebräisch, was ist das? Ja, wenn die Leute sagen, Hebräisch, das ist die Sprache der Juden, dann frage ich, und was ist dann Jiddisch? Das ist ja auch die Sprache der Juden. Die Antwort darauf ist, Jiddisch ist eigentlich ein altertümliches Deutsch. Es ist ein älterer Sprachzustand der deutschen Sprache. Es ist die Sprache, die man im Mittelalter in den Gegenden Regensburg, Augsburg, aber auch am Rhein entlang, Worms, Mainz, gesprochen hat. Die Juden sprachen Deutsch. Bei uns hat sich die Sprache verändert. Wir kennen das ja, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Und die Juden haben das bewahrt. Insbesondere deshalb, weil sie ja dann im Zuge des ersten Kreuzkrieges, Kreuzzuges nach Jerusalem, sind sie ja hier massakriert worden und vertrieben worden, in die Ostgebiete ausgewichen, und haben dort das alte Deutsch weiter gelebt und weiter gesprochen, sodass sich das erhalten hat. Allerdings ist dieses Jiddisch natürlich doch beachtlich durch mit hebräischen Wörtern angereichert. Also das schon. Es ist hebräisch enthalten, aber nur als Wörter, als Lehnwörter, als übernommene Wörter. Aber Grammatik und Sprachsystem ist ein deutsches. So. Und nun habe ich vorhin schon mal gesagt, Hebräisch ist in der hebräischen Tora, also im Alten Testament, überhaupt nicht enthalten. Wenn dort von der Sprache der
Bibelredakteure die Rede ist, dann nennt sich das Schifat Kanaani. Und das bedeutet die kanaitische Mundart. Und das deutet schon darauf hin, was mir ohnehin schon klar ist und was eigentlich auch die Wissenschaftler in Israel sehr genau wissen. Sie wissen, ohne das an die große Glocke zu hängen, dass natürlich die Landnahme des gelobten Landes durch die Juden nicht so ein einmaliger Überraschungsfeldzug gewesen ist, sondern es ist ein langsam tröpfelnder Einwanderungsvorgang gewesen über Jahrhunderte hinweg. Man muss sich das so vorstellen, in Kanaan war eine gemischte Bevölkerung, ägyptisch akkulturiert, und man könnte sagen, dort hat das gesellschaftliche Leben pulsiert, so wie das heute auch ist. Alle Ausländer, die nach Deutschland kommen, die wollen in die große Städte, dort wo was los ist. Und da hat es natürlich einen dauernden Zuzug gegeben von nomadisierenden Stämmen, die außenrum gewohnt haben. Man könnte sagen, man muss die sich so vorstellen, das was wir heute an Kurden haben, die auch verschiedene Sprachen sprechen innerhalb des kurdischen innerhalb der kurdischen Sprachfamilie. Jeder Stamm sprach da ein bisschen anders, so wie wir hier von einem Ort zum anderen einen anderen Dialekt haben. Und die sind dann nach Kanaan eingewandert und haben dann ihre Sprache aufgegeben, ihre jeweilige Muttersprache, zugunsten der in Kanaan gesprochenen Volkssprache. Nun reden wir immer, wir reden von einem indoeuropäischen Sprachsystem, einer indoeuropäischen Sprachfamilie, und als Gegenstück dazu reden wir von einer semitischen Sprachfamilie. Ich will mal sagen, die Grenze unserer Betrachtung, die ist da oben irgendwo am Pamirgebirge. Alles was China und sowas, das berücksichtigen wir hier jetzt gar nicht, das ist eine vollkommen andere Welt. Aber die sogenannten semitischen Völker und ihre Kultur und die arischen Völker und ihre Kultur, die haben immer miteinander gelebt, wechselweise, und haben sich gegenseitig auch kulturell befruchtet. Sie haben sozusagen mehr oder weniger auf der gleichen Fläche gelebt. Nun ist es so, wenn ich sage, die semitischen Sprachen, das semitische Sprachsystem, dann glaubt jeder gleich zu wissen, was das ist. Es ist eigentlich falsch. Die Wissenschaft weiß das, aber man ist übereingekommen, den Begriff semitisch weiterhin zu benutzen, obwohl er eigentlich ein wissenschaftlich nicht haltbarer Begriff ist. Eigentlich, das, was wir als semitische Sprachfamilie ansehen, dazu gehört Hebräisch, dazu gehört Aramäisch, dazu gehört Arabisch, die nordafrikanischen Berbersprachen, auch die sogenannten punischen Sprachen, also auch bei ausgestorbenen Sprachen, das, was in Karthago gesprochen wurde, das würden wir jetzt zu den semitischen Sprachen zählen. In Wirklichkeit nennt man das die afroasiatische Sprachfamilie. Und wenn nun die Wissenschaft schreibt, afroasiatische Sprachfamilie und so ein bisschen darüber hinweggeht, dann wird so, ich meine, absichtlich nicht deutlich gemacht, wo denn jetzt nun eigentlich der Ursprung dieser Sprachfamilie ist. Man könnte aber so auf die Idee kommen, wenn es nicht weiter diskutiert, ja, afroasiatisch, ja, ist ja klar, asiatisch, Syrien, Kleinasien, das ist ja das biblische Gebiet und da ist das entstanden und dann hat das dann ausgestrahlt bis nach Ägypten hinein. Aber so ist es eben nicht. Das, was wir semitische Sprache nennen, die Ursprache, von der alle diese Sprachen, die ich gerade genannt habe,
ausgegangen sind. Diese Sprache ist im Niltal entstanden und diese, zum Beispiel auch Somalisch und Äthiopisch gehört alles dazu. Es ist zu vermuten, dass von diesen Gebieten, von Somalia und von Äthiopien her, die afrikanische Sprache in das Nilgebiet hereingekommen ist und sich dort mit dem Wachsen der pharaonischen Kultur dann zu einer großen kulturellen Blüte entwickelt hat. Wenn wir den Ursprung suchen, dann können wir zumindest sagen, was im Nilgebiet entlang des Nilstromes an Kultur entstanden ist, kann schon mal schlechterdings überhaupt nicht älter sein wie 10.000 Jahre. Und wenn ich sage, kann nicht älter sein, dann deswegen, weil die Geologen mitreden. Und die Geologen erklären uns, dass vor ungefähr nicht ganz 10.000 Jahren der Nil sich dort sein Bett gesucht hat. Es sind große Seen in den Gebirgen durchgebrochen, die Barrieren, und der Nil hat sich von dort aus ergossen und ist bis zum Mittelmeer gelaufen. Das heißt, erst danach konnte überhaupt dort eine Kultur entstehen. Auch nicht sofort, ne? Sondern das brauchte ja auch seine Zeit. Zusammenfassend nochmal, der Ursprung der Sprachen, die wir Semitisch nennen, dieser Sprachfamilie, ist Afrika. Es ist eigentlich eine afrikanische Sprache. Das werden natürlich die Juden nicht gerne hören. Afrikaner will komischerweise keiner sein. Ist aber so. Nun fragt man sich, wie kommt dann diese, ich würde die Sprache anders benennen, ich würde sie nicht semitisch nennen, ich würde einen Begriff finden, ich würde sagen nilotisch, pharaonisch oder mesrenisch, Mesre bedeutet Ägypten. Also wenn man sagt nilotisch, pharaonisch, dann hat man eine genaue Vorstellung von dem Gebiet, wo das entstanden ist. Und die Kultur in Ägypten, die hat sich ja zu einem Riesengebilde entwickelt und hat natürlich auch ausgestrahlt. Nach Süden hin konnte sie nicht, rechts und links konnte sie nicht, aus topografischen Gründen, da waren Gebirge und dahinter nur Wüste. Auch in die Sinai-Wüste hinein war auch nichts los. Also hat die Kultur sich nach Norden hin entfaltet und dann später hin nach Osten über Gaza, Jordanien, heutigen Israel, Palästina und dann bis hinein über Syrien nach Mesopotamien. In Mesopotamien ist diese Kultur dann auf die Reste der sumerischen Kultur gestoßen, die wir nur ganz nebenbei zu behandeln haben, weil die sumerische Kultur und Sprache außerhalb des semitischen oder mesrenisch-pharaonischen Sprachsystems steht, aber auch außerhalb des indoarischen Sprachsystems. Und dieser Kulturschub und auch immer die Bemühungen, je nach jeweiliger Stärke eines Herrschers sich auszudehnen, konnte ja nur in diese Richtung gehen, und mal reichte der ägyptische Arm weiter, mal weniger weit. Wir kennen alle diese berühmten Schlachten, Gott sei Dank kennen wir sie, weil es darüber auch Schriftzeugnisse gibt. Wir kennen die Schlacht mit den Hethitern im Norden von Syrien, eine Schlacht, wo der Pharao Ramses II. Beteiligt war, die in Ägypten als großer Sieg verewigt worden ist in den Monumenten und Schriften. In Wirklichkeit ist aber die Schlacht offensichtlich unentschieden ausgegangen. Man hat sich dann geeinigt. Da war dann immer ungefähr Schluss im Norden von Syrien. Recht viel weiter sind sie nicht vorgedrungen. Denn dort saßen zu diesem Zeitpunkt schon die Arier. Die Arier sind, ich komme dann auch nochmal darauf zurück, die Arier sind vermutlich in der Mitte des dritten Jahrtausends, aber wohl kaum vor dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in diese Gebiete eingewandert. Und zwar wiederum über Generationen hinweg in drei Schüben. Ein Schub
der sich verzweigt hat, muss ziemlich gleichzeitig stattgefunden haben, nämlich einmal die Stoßrichtung nach Indien, also in den älteren Schriften, wir reden immer von den indischen, im Indo-Aryan und von den Aryern in Indien, aber wir müssen dabei bedenken, gemeint ist eigentlich mehr das heutige Nordpakistan und zum Teil das Punjab- und Indusgebiet. Und dieser Strom hat sich geteilt und der zweite Zuwandererstrom oder Erobererstrom, der hat nach Syrien geführt und hat in Syrien dann ein großes arisches Reich gegründet. Das ist das Reich der Mitanni. Kann man googeln. Seit ungefähr 50 Jahren kennt man das. Vorher kannten wir nur die Namen aus der Bibel, aber wir konnten damit weiter nichts anfangen. Inzwischen wissen wir ganz gut Bescheid über diese Machtverhältnisse. Und dieses Mitanni-Reich wird in unserer deutschen Bibelübersetzung wird dieses Volk als Mitanniter bezeichnet, abgeleitet von dem Hebräischen und der hebräischen Bezeichnung Midi und Midni. So. Und dass diese Zuwanderungsströme relativ gleichzeitig, also nicht so sehr zeitlich voneinander getrennt stattgefunden haben müssen, das wissen wir deshalb, weil wir glücklicherweise Schriftzeugnisse arischer Völkerschaften haben aus dem indischen Bereich. Die haben sehr frühzeitig angefangen zu schreiben und das wissen wir aus den sogenannten frühvedischen Texten. Und wir haben inzwischen auch Texte aus dem Mitanni-Reich, allerdings nicht viel. Aber das, was wir haben, wenn wir das mit den indischen Texten vergleichen, dann ist es also schon sehr gleich, ziemlich identisch. Es unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, dass die mitannischen Substantive hinten ein Suffix haben, ein Anhängsel. Das ungefähr als Beispiel das zu sagen, das Wort für Krieger oder Jungmann heißt Maria auf Altindisch. Auf Mitannisch heißt es Mariano. Mariano, Babruno. Es wird ein Nu hinten dran gehängt. Das ist schon alles. Aber ansonsten ist die Sprache identisch. Das heißt, sie müssen ziemlich zur gleichen Zeit sich verteilt haben. Also das nur so viel zu der arischen Zuwanderung. Und wenn ich jetzt das Wort arisch verwende, ich werde das öfter verwenden, dann muss ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Das Wort Arier und arisch ist in der Zeit des Dritten Reiches über Gebühr strapaziert worden und grundfalsch angewendet worden. Auch diese sprachvergleichende Wissenschaft. Und das war alles sehr neu noch damals, relativ neu. Und da haben sich so viele Leute damit befasst, die eigentlich unberufen waren. Also ich will es jetzt mal kurz machen, die Vorstellung, diese romantische Vorstellung, dass die höchste Ausformung des Ariers, der blonde, blauäugliche Mensch ist, ist vollkommen falsch. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir müssen uns die Arier, das sind die Germanen, ja, aber nicht die Arier, die Kelten schon eher. Die stammen ja auch aus dem Osten. Arier, woher kommt der Begriff? Keiner weiß, jeder redet darüber, keiner weiß. Arier haben sich die Stämme genannt, die über den Kaukasus und nach Indien eingewandert sind, die haben sich selbst als Arya, die Reinen, bezeichnet. Die haben sich als Arya bezeichnet. Das heißt, es ist, um einen Gegensatz herzustellen zwischen der dortigen eingeborenen urindischen Bevölkerung. Und das Reine bezieht sich aber sicher nicht auf rassische Belange, sondern auf kulturelle Belange. Die Völker haben immer unterschiedliche Speisegebote gehabt und
mit dem dürfen sie nicht essen und mit dem nicht oder andere Bestattungsriten. Und wer das anders macht, der ist ja dann unrein. So hat man das zu verstehen. Das heißt, Ariatum, Aria, Aria, das ist die Bezeichnung für eine bestimmte Kultur kaukasischer Völker. Auch nicht ganz richtig. Die Engländer, die sagen ja nicht Aria, die sagen ja Caucasian Race, kaukasische Rasse. In Wirklichkeit war ja der Kaukasus nur ein Durchgangsland.